Willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles, der Definitive Edition in dem Zusatzcontent Future Connected. Wir wurden im letzten Part dazu eingeladen, ein Labor zu besuchen. Und jetzt ist halt nur die Frage, wie kommen wir dahin? Ich weiß es selber nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass da eine Sidequest aufgeploppt ist, die ich mir doch gerne gönnen würde. Und die befindet sich irgendwo da unten. Was? Wie groß ist denn die Schulter eigentlich? Ist die größer als das Bein? Kommen wir da runter, ohne zu sterben? 1, 2, 3. Ah, knapp. Ich habe ja gerade das Vibrieren von des Controllers gezählt. Tut mir leid, aber das ist so. Muss man sein. Da kann man mich nicht gut erklären. Besiege die Zange, um die Frau zu retten. Dann kann man gut sehen, ob... Wow, 67. Ob man den Sturz überlebt. Und das schon vorher, bevor man stirbt. Und ich finde es gut, dass man eigentlich recht gut leveln hier immer kann. Meine Güte, die haben das Level Cap echt, also das Leveln hier echt vereinfacht, indem man immer gegen Mobs antritt, die immer ein bisschen höher sind als man selbst. Man kann sich dadurch aber auch sehr überleveln, ne? Wenn man immer ständig ins Gebiet reinrennt und erstmal alle Mobs gekillt. Habe ich das Gefühl. Ich hoffe, es reicht, diese Frau zu retten. Ja, im letzten Part wurden wir eingeladen, zu einem Labor zu gehen. Ich denke, wir werden das auch bei Zeiten gleich machen. Das sollte mich auch unbedingt heilen. Backslash! Sind nur drei. Einer ist noch übrig. Erledigen wir jetzt mal, ne? Ach so, das ist die Doppelfähigkeit. Setzen wir jetzt noch nicht ein. Ich bin tot. Danke. Das ist Monados Power. Hätte ich sie eingesetzt, wäre ich wahrscheinlich überlebt, ne? So, das war der letzte. Alles gut? Wie siehst du eigentlich aus? Raphael. Hallöchen. Du siehst aus, ey. Ah, ich lebe noch. Habt ihr mich etwa vor diesen grausigen Zangen gerettet? Nein. Ich stehe zutiefst in eurer Schuld. Mein Name lautet Raphael. Ich bin eine Amerhirtin aus Crandell, einem Ort südöstlich von hier. Wisst ihr, in letzter Zeit finden die Amas innerhalb der Staubbau nicht mehr genug Futter. Also bin ich hier draußen umherspaziert auf der Suche nach einem Weideplatz. Doch dann kamen diese zornigen Zanga. Ach, ich kriege oft zu hören, dass ich zu achtlos werde, sobald ich ans Wohl meiner Herde denke. Ich muss besser aufpassen. Ah, falls ihr nach Crandell wollt, folgt auf den Weg hier gen Südosten. Da sollte bald ein großes Tor. kommen. Es gibt eine Menge saftiges Gras hier. Ich werde so viel wie möglich davon ernten und dann nach Crandell zurückkehren. Danke nochmals für eure Hilfe. Das war eine wahrlich brenzlige Situation. Ohne eure Hilfe wäre sie überall ausgegangen. Sehr nice. Mission erfüllt. Keine Erfahrung, nur Geld. Gut. Sehr schön. Ja, wir haben keine aktive Mission. Das bedeutet, wir... Ich weiß nicht, wie wir da hochkommen. Wir werden uns bestimmt da durchgeleitet jetzt, ne? Wir werden einfach den Pfad folgen. Und natürlich muss ich da durch. Wer hätte das gedacht? Ja. Ich habe eigentlich gedacht, man muss irgendwie von hier aus da irgendwie hin. Aber da ist ja sowieso alles dicht, ne? Und ja, wir werden auch noch diese Spezialfähigkeit mal einsetzen, die wir mit den Noppern... Mit den Noppern auch einsetzen können. Ich will die auch selber sehen, ne? Wir haben jetzt von allen... Wir haben im letzten Part ja auch noch ein... Ne, wir haben im letzten Part zwei oder drei? Ne. Ein. Ne. Hä? Haben wir überhaupt einen Noppern gerettet im letzten Part? Ich bin mir nicht sicher. Meine Güte. Vergessen wir es relativ schnell. Wir müssen irgendwie hochkommen. Ich weiß aber nicht wie. Der Weg führt auf jeden Fall da nach links jetzt. Wir hätten ja weiterlaufen sollen, ne? Es ist übrigens ein sehr hübsches Gebiet und sehr abwechslungsreich dafür, dass es nur bei uns Schulter ist. Das will ich auch nochmal erwähnen. Mittlerweile hat uns Monolith drauf. Sehr hübsche Welt zu designen. Die Originalwelt von Xenoblade, ne? Man muss so sagen, die ist nicht so abwechslungsreich, also die von Xenoblade ist generell. Also nicht von der Reihe generell, sondern von Xenoblade, dem vorherigen, dem Spiel, das Spiel, was wir hier spielen.
das Originalspiel. Ist zwar auch abwechslungsreich, aber ist halt sehr... Ich würde sagen sogar leer. Es ist etwas leer. Und... Die machen wir kaputt. Und ja. Hier ist das doch schon ein bisschen... voller. Gefühlt. Ne? Hier, ich habe das Gefühl, hier orientieren sie sich ein bisschen an mehr an Xenoblade Chronicles 2. Habe ich so das Gefühl. Zack. Was ich echt gut finde. Jetzt mischt ihr auch noch ein zweiter ein. Naja, gut, einer ist schon erledigt. So. Ich hoffe, jetzt kommt nicht noch mehr. Da habe ich keine Lust drauf. Gut, machen wir das hier mal. Zack. Ist er vergiftet? Ja, er ist vergiftet. Nice. Aber jetzt kommen wir, geht gut durch, ne? Er ist 2 Level über uns. Und kriegen wir ganz gut im Griff, ne? Das kriegen wir echt gut im Griff. So, letzte Level im Autoschlag machen und dann haben wir es erledigt. Sehr gut. 10.000 Erfahrung einfach, Mann. Meine Güte. Aber du jetzt auch, ne? Provozieren, ja, macht mal. So. Melia, wir kriegen ja die Monster auch gut klein, weil Melia verstärkt uns halt auch die ganze Zeit mit ihren Sachen, die sie da einsetzt, diese Kugelchen. So. Zack. Und das war's auch schon. 7.000, weißt du? Alter, ich kann mich hier überleveln. Man kriegt 7.000 Erfahrungspunkte. Vielleicht ist es noch. Sind wir bald da? Ja, wir sind bald da. Und es ist schon wieder Nacht. Muss es sein. Ich möchte ungern jetzt hier immer nachts rumlaufen. Weil man sieht, ich sehe hier schon beim Bildschirm, ist von Natur aus schon ein bisschen dunkler. Was bist du denn? Chromen. Die sind mir zu stark. Machen wir die nochmal kaputt. So. Zack. Bam, 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 bam. Na? Ach, Mist. Bei den Erfahrungspunkten, das will ich mir nicht entgehen lassen. Das will ich mir nicht. Ich wünsche dir auch noch einen zweiten ein, natürlich. Ja, einmal von hinten, aber zack! Ja, guckt euch mal die Erfahrung an jetzt. Von 10.000 einfach! Was ist das denn bitte? Das ist ja viel zu übertrieben. Also, wer sagt, dass man hier nicht leveln kann, der weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Also, leveln kann man hier auf definitiv. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen jetzt mal die Fähigkeit ein. Flächenangriff, hoher Schaden für einen Gegner. Ich habe das verkackt mit dem B drücken. Das ging mir ein bisschen zu schnell. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Aber war sehr nice Angriff. Davon möchte ich gerne auch die anderen sehen. Kann ich die anvisieren? Ohne dass der andere ankommt. Nein, kann ich nicht. Na gut. So. Mein Leben. Weil ihr seid schon ganz schön stark, ne? Aber das, die Erfahrung macht es halt. Aber die Erfahrung ist es. Und die Technik. Die Technik! Ah, so viel Schaden machen die nicht. So. Stufe gestiegen, nice. Jetzt noch uns den Chromen kümmern. Und dann können wir bald mal einkaufen gehen, ne? Demnächst. Wenn wir mal wieder an einem Ort sind, wo wir einkaufen gehen können. Weil wir haben jetzt ein bisschen Geld angesammelt. Und allgemein so ein bisschen was gemacht, ne?
So, 8000, der auch bringt, es bringt, der bringt halt 8000 gleich. Die Wache, die... Die greifen halt instant an, ne? Wenn die uns sehen. Aber die geben, mir zu gut Erfahrung, also als ob ich sie ignorieren könnte, wisst ihr? Das geht nicht. Ich kann das nicht ignorieren. Aber ich kann sterben, wenn ich aufpasse. Ich habe mich versucht zu heilen. Tut mir leid, Leute. Weiß ich, wenn sich jetzt 20 Sachen einmischen gleichzeitig. Und zack. Einer weniger. Jetzt nur noch der Krumen. Irgendwann ist gestorben, Milia. Häng dich mal rein da. Gut, aufmuntern. Heilung. Oh Gott. Wie gesagt, als ob der mich... Wie schnell ging denn das? Ich wollte gerade noch hier die anderen wieder beleben. Nach dem Schlag. Das ging ja richtig rasant gerade. Oh, ernsthaft? Ja, von hier aus ist es kürzer. Oh, wahrscheinlich war ich kurz vom Reisepunkt oder so. Wir sehen uns ja gleich wieder da. So, da sind wir auch schon wieder. Ich habe auf dem Weg noch eine Truhe eingesammelt, die wir eben übersehen haben. Ich übersehen haben, tut mir leid. Passiert mal. War aber nur ein Gorillasfond drin, also nichts Weltbewegendes. Ja, aber das passiert halt ganz schnell. Man, sowas passiert halt sehr schnell, wenn man gerade, wenn man nicht aufpasst und sich halt so viele Gegner einmischen. Dann ist man schneller des Todes, als man eigentlich will. Sens Passage. So, noch ein Noppon. Wer bist du? Tetrula. Qualifiziert, zertifiziert, will Willen kriegen, sonst schnell frustriert und, oh ja, im Fall des Falles darf Ponspector Tetrula alles. Momentchen, ist gar nicht Zeit für Aufsammlung, Aufsagung vom Motto. Plötzlich Anquatsch hat Tetrula aus Konzept gebracht. Vermessung vom Gegner war fast im Kasten, aber nur ist Chaos im Kopf. Wir wollen Freunde wieder gut machen. Haben hoffentlich nicht vor, nur Schuldipon zu sagen, dann zu verpieseln. Sache ist klar wie Rochenbrühe. Freunde müssen beim Mini-Problem helfen, dann akzeptiert Tetrula auch Entschuldigung. Worum geht es denn? Freunde sind also wenigstens bereit, Erschreckibu wieder gut zu machen. Gut, also doch noch ein bisschen Anstand da. Problemchen sind voll doofe Chrom, stehen rechts hinter Xens Passage rum und lassen arme Tetrula nicht durch. Tetrula muss gegenfertig vermessen. Wäre also riesige Hilfe, wenn Freunde mal eben Chrom vermüppen könnten. Klar. Kriegen wir sehr viel Erfahrung. Wo ist denn die? Machen wir die Mission nochmal. Zack. Besiege die drei Krumen. Jetzt sind wir auch gleich da. Guck mal, da ist das schon in der Nähe. Wir müssen hier nur durch. Wenn wir eben auf dem Weg sind. Und passende der Krumen. Einmal hier rum. Jetzt machen wir einen schönen Reisepunkt. Und dann noch eine Sidequest. Die wir mal eben abholen können. Lavien. Ja, Augenblick. Könnte ich kurz einen Blick auf diese IT-Marke werfen, die ihr da habt? Ja. Wusste ich es doch. Die gehört meinem Bruder. Kein Zweifel. Meint ihr, ich könnte sie haben? Klar. Brauchen wir eh nicht. Danke, ihr habt keine Ahnung, wie glücklich mich das macht. Aber wenn der Schlaffresser Fifi sie hatte, heißt das, dass mein Bruder hat sein Erzfeind aufgespürt und wurde besiegt. Wisst ihr, bei der Evakuierung von Alkamon hat mein Bruder die Telefi abgelegt, um uns zur Flucht zu verhelfen. Wenn er nicht gewesen wäre, hätten wir es niemals bis nach Grandel geschafft. Er hat uns gerettet. Danach muss er wohl davon erfahren haben, dass der Schlaffresser Fliffy sich bei der Söldnersiegelinsel herumtreibt. Ich wette, er wollte das Biest besiegen, um den Weg für alle jene zu sichern, die nach uns aus Alkamuf kommen würden. Übrigens, mein Bruder trug auch so eine Armreif. Ein Familienerbstück. Den habt ihr nicht zufällig ebenfalls gefunden? Das heißt wohl nein. Schade. Meine letzte Erinnerung an ihn ist, wie er vom Barrow Blaster Richtung Zinnober Plateau lief. Ich habe bereits alles abgesucht zwischen den Zinnober Plateau und hier, aber da war nichts zu finden. Falls ihr mir helfen wollt, schaut mal direkt auf dem Plateau nach. Ich wäre euch enorm dankbar, wenn ihr die Reif findet. Machen wir doch. Es war ein verzierter Armreif. Ich hoffe, ihr habt mehr Glück als ich. Gut, ich kümmere mich drum. Machen wir doch. Aber erstmal kümmern wir uns erstmal um die Chromen, die da hinten sind. Ist ja nur einer, ne? Die drei Stück müssen wir machen. 67, okay, das könnte aber hart werden. Aber wir geben unser Bestes jetzt. Und schön immer auf einen. So, jetzt, ne, jetzt nur vorsichtig. Nicht zu hackt. Oh Gott, mein Leben. So. Sehr gut. Ich muss auf mein Leben aufpassen, meine Güte.
Meine Güte. Aber zumindest war da ein, wenn erstmal einer weg wäre, dann wäre ein Problem weniger. Oh Gott. Mein Leben, heil die Schuld. Sehr gut, einer weniger. Tut mir leid, ich kann dich jetzt nicht retten, Melia. Erst wenn... Ohnmacht. So. Ich muss erstmal ein weniger. Es muss einer weniger werden. So. So, wir sind wieder da. Wir sind wieder im Rennen oder auch nicht. Ich werde mich gerade bewegen. Greif an, Schulk. Wir machen das schon. Irgendwie. Komm, den kriegen wir doch down, oder? Bevor wir sterben. Oh, ja. Sehr gut, heilen. Oh Gott. Nee, ist nicht gut. Ich bin auch down. Aber gut, war klar. Wir sind aber jetzt hier gleich in der Nähe. Das heißt, wir müssen einfach nur hier wieder rum. Und dann steht da nur einer. Hoffentlich. Denn zwei haben wir schon besiegt. Gemütlicher Modus. Fein, ist es stark? Nein. Lasst mich damit in Ruhe. Und natürlich sind wir alle drei da. Klar. Gut. Wir müssen nur einen fertig machen. Und... Zack! Vielleicht wir jetzt machen wir es jetzt besser. So. Ich weiß, ich gehe nicht unbedingt taktisch dran. Ich weiß. Also, wenn man Xenoblade Let's Play gesehen hat, braucht... Der sieht das halt auch, dass man es nicht braucht. So. Mal auf einen jetzt. So, warte mal. Impuls. Ich hätte ganz Schild. Ja. Ist nicht ganz falsch, ne? So, das war der letzte. Oh. Gut. Dann verschwinden auch die anderen. Das wusste ich nicht. Na gut, da haben wir jetzt hier den Chrom weggemacht. Das bedeutet, wir haben davon jetzt unsere Ruhe. Und haben noch einen zusätzlichen Begleiter. Haben wir nicht schon genug. Aber gut, dass es maximal nur 13 sind. Hey! Habt ihr geholfen, Tetrola? Nun, Chrom sind Schnee von gestern. Prima, prächtig, dann kann Tetrola ja endlich anfangen mit Arbeit. Wie ist, Freunde dachten, Tetrola wäre schon mitten in Vermessung? Wie kommen Dummidums denn auf so schräge Idee? Nix da, Tetrola liegt jetzt erst los, aber muss gestehen, Freunde waren gute Diener, haben Arbeit schnell erledigt. Da zieht Tetrola Klatschbendieros an und rückt später feine Belohnung raus. Also bitte bei Zeit Tetrola wiederfinden. Macht als nächstes Latsch bis zur Gegend hinter vermöppten Chrom. Wann immer Freunde passt, können Freunde Tetrola dort einfach mit lautem Hallöchen erquatschen, ja? Schüsseli! Ach, das war keiner, der mitkommt? Ernsthaft? Muss ich die jetzt noch extra holen? Och, Leute. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Och, diese Zeiten, weißt du, wisst ihr? Lass es doch einfach so, dass man die einfach nicht locken kann, die Zeit. Ne? Also man einfach so einstellen kann, dass die einfach sich nicht... Ja. Gut. Was soll's. Da holen wir jetzt kurz die Trolla. Warum auch immer sie da plötzlich auf der anderen Seite ist. Aber gut, so können wir uns wenigstens mal die Ruinen da angucken, die wir da gesehen haben. Die fand ich doch schon recht interessant. Und das mit Nebelkönig, das Wurmbild auch. Ich werde ihn noch vernichten, ich schwöre. Ich werde ihn zerstören. Was geht denn hier ab? Was ist hier los? Wer greift uns an? Du! Na gut. Wir sind Level 66, Alter. Komm her. Die zerstören wir. Ja, wenn wir dann da kommen. So. Zack.
Ist ja nur einer. Nein, da mischt sich auch noch Chrom ein. Oh, ich hasse das. Das ist so schlimm. Es ist einfach voll schlimm. Warum mischt sich denn immer schnell irgendwelche Viecher ein? Oh Gott. Machen wir jetzt nicht. Wir kommen. Wir haben noch eine andere Mission. Abdecken des Bruders. Machen wir das doch erstmal. So. Wo will er uns, wo bringt er uns hin? Nach links. Machen wir das erstmal. Bevor wir da. Schultersteingeröll. Das ist halt gleich da oben. Weil da mischen sich eindeutig so viele Gegner. Wir müssen ein bisschen stärker werden. Und dann machen wir die Story dahinter, gehen wir ins Labor. Vielleicht können wir uns da irgendwie. Es muss ja auch irgendwo mal langsam wieder ein Dorf geben, ne? Es muss auch irgendwo ein Dorf geben, dass man halt auch wieder Sachen einkaufen kann. Ich möchte jetzt ungern hier immer hin und her reisen. Boah, also was ist da denn hinten? Da ist doch so ein Ogre, ne? Suelo. Was? Okay, natürlich. Wenn ich jetzt verliere, Leute, dann gehen wir direkt instant zum Labor. Okay, Leute, wir gehen instant zum Labor. Wir sehen uns dann gleich da. Gott, ist das... übertrieben einfach. Gut. Dann... halt die Schnauze, sie will das nicht so einfach machen. Ich meine, ich Let's Play kann man halt nicht leveln. Das ist das Ding. Man will halt eine... Man hat halt Zeit, nimmt sessionweise auf und in der Zeit, wo du Zeit hast und sessionweise aufnimmst, willst du nicht zwischendurch leveln. Da willst du aufnehmen. Ich glaube, das könnt ihr verstehen, oder? Leveln kannst du immer noch, wenn die Session rauskommt, wenn das Let's Play raus erscheint, wisst ihr? Dann kann man leveln. Dann ist die beste Zeit. Aber nicht so, während man gerade mehrere Aufnahmen hintereinander machen möchte. Telans Labor. Nice. Können wir uns bei dir neu eindecken? How many times have I told you, you do not go there alone? But I really needed that material. Doesn't matter. Why did you disobey me? If something happened to you, we would lose everything. Tyrea? Melia? Huh? Wait a second. You know Melia, big sis? Tyrea's your big sis. Right. That explains how you came to the capital just in time to save Teelan's skin. Sorry. Sorry for the trouble. Truly. Although I am glad you were there. Yeah, you really helped me out, Shulk, Miss Melia. And you too, Kino, Nene. Tyrea. I didn't expect to see you here, helping Teelan with his research. Yes, well. Tyrea, she's changed. Teelan, I'm going outside for a bit to get some air. Got it. I didn't know you all knew Big Sis Tyrea. How'd you meet each other? Well, that's because Tyrea and I share an older brother. Huh? Does that mean you and her are sisters then? Sisters? No. It's rather more complicated. But sisters we are not. Hmm. Well, still, that means you know her from way back. What was she like? Hmm? I've only known her here, in this place, so I gotta wonder how she was before. She was... she was strong. Both in body, and in her conviction for doing what she thought was right. Wow!
pretty much the same as how she is now then. When it comes to our research, she's even more committed than I am. So she has not forgotten her mother. Where did you and Tyrea meet? It was when she saved me from the Fog King. On a trip to Alkemoth, like today. What? No. At the time, everyone was still living there. Before the Fog King showed up? Yeah, and then, after we all escaped, I was kind of on my own, so Tyrea brought me here for safety. One moment. Teelan, was your father not still around? My father was killed by the Fog King. Is that so? I'm sorry. Teelan just like Kino. Brave little pun. I think I'll get some air too. Go ahead. I've still got things to ask Teelan, so I'll stay with him. Good, thank you. Shan't be long. Miss Melly, Kino go too. Kino, please read room. Tyrea. Of all the people to meet out here. How did you? Pure chance. After everything, I wandered aimlessly looking for somewhere to die. Then, at some point, I landed here. So then, you were here all along? That's right. And so, when the capital fell here, I thought Mother had finally granted me my boon. But it was full of Telethia, and survivors cast adrift. Not to mention this Fog King. Yes. He'd be the one to end it. Or so I thought. Until fate had me save Teelan, and death ceased to be an option. Your mother, she did not grant you a dying place. She gave you a future by crossing your path with Teelan's. My helping with Teelan's research is a simple matter of give and take. If you really believed that, you would not have treated him half so warmly. I can tell that when you look at Teelan, you see family. Even if it was once transactional. His research concerns the future of our race. That fact remains. The future of the High Entia, huh? And what about you? Me? You must have heard. Our brethren in this land are suffering. Yes. You are the Imperial successor. The Crown Princess, war or no war. No. Empress now. What will you do about the future of our race? I have not planned that far ahead. However, I know enough to realize what I must do right now. I hope to see it. This future you will build for us. And when I do, I hope I'll be able to accept what I now am. Empress Melia, so you are ready to lead us after all. It shall be my privilege to clear the stones from your path. Ich habe gesagt, ich hasse die Typen jetzt schon. Did you learn anything from Teelan? A little.
He said that for all the details, we ought to talk to Radzim in Grandel. Meeting should be no problem. Tilan say he send word to guard the Grandel ramparts to let friends through. Before we visit this Radzim, I have something I wish to discuss with you all. What is matter now? The High Endia who live here now have lost all hope for the future. I have a duty. As the Imperial successor, I must safeguard their future. This will sound selfish, I know, but will you stand with me? Of course I will, Malia. Kino, too. And also Nene. Thank you. It means a lot to me. Right. Off to Grandel we go. Vorher wollte ich mich ja gerne noch im Labor umgucken, wenn ich darf. Hinterher. So, machen wir mal Ego-Perspektive. Sie schimpft gerade auf den Kleinen. Du darfst nicht raus! Du bleibst zu Hause. Das ist das Monado? Stehen die Nachforschungen über das Monado an? Aber bei Xenoblade Chronicles 2 gab es auch so viel, was man eigentlich umgucken konnte. Weil das alles so detailreich war. Xenoblade Chronicles 1 war nicht so detailreich, wie es weil hier jetzt drin ist, ne? Klar gab's auch mal coole Räume, aber so. Aber nicht so krass wie in Teil 2, ne? Okay, das Bett. Reden wir mit den beiden nochmal. Yes. Dieses Labor ist ungünstig gelegen, auch wenn das nach dem Forschungsfortschritt dient. Deswegen besorgen wir uns oft Vorräte aus Grandel, so bleiben wir auch auf dem Laufenden. Und was sagst du, Tilan? Die Gespräche mit Radzim haben mir bei meinen Forschungen weitergeholfen. Er versteht, wie wichtig sie ist. Ich bin sicher, er wird euch auch allen helfen wollen. Ich denke auch, dass er uns helfen wird oder so. Ich keine Ahnung, ist wahrscheinlich auch ein High-End, ja? Ist hier hinter noch irgendwas Nices? Ja, hier liegt was. Pororos Leibspeise. Wer ist denn dieser Pororo? Wir kriegen da die ganze Zeit Leibspeisen von ihm, die er sehr gerne frisst. Und er mag anscheinend sehr viel. Ja, wie gesagt. Also, wie schon gesagt, wollte ich gerade sagen. Wow, was ist da unten? Naja. Wir werden im nächsten Part nach Grandel gehen. Ich werde das hier noch ein bisschen aufleveln müssen. Damit wir die Sidequests auch erledigt. Damit wir das hier auch noch erledigt bekommen. Und dann geht's. Ja, wohin geht's eigentlich? Da unten hin. Na, bin ich gespannt. Leute, das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.